Trotz seiner 45 Jahre ist Norbert Hofer der jüngste unter den Präsidentschaftskandidaten. Zu seiner heutigen Feier sind zahlreiche politische Weggefährten, aber auch Freunde nach Wien gekommen, um ihm alles erdenklich Gute zu wünschen. Jeder, der dich neu, im wahrsten Sinne des Wortes, kennenlernt, der sagt, nein, dieser Norbert ist wirklich ein sympathischer, ganz, ganz herzlicher, liebenswürdiger Mensch. Und das ist gut so, weil das zeichnet dich aus, das widerspiegelt deinen Charakter. Meine Damen und Herren, ich will nicht zu lange reden, das ist überflüssig. Es gibt eher einen Wahlkampf, da muss ganz, ganz viel gesprochen werden. Ich freue mich einfach, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam ein bisschen reden können und ja, uns unterhalten können. Meinen lieben Freund Norbert wünsche ich Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und natürlich viele, viele Stimmen für die kommende Wahl. Der Norbert Hofer war ein ganz unproblematisches Kind, da hat es überhaupt nichts gegeben. Der Norbert war ein sehr aufgewecktes Kind. Sehr interessieren an alle Sachen. Ich wünsche unserem Präsidenten und unserem Kandidaten für das Präsidentschaftsamt alles Gute, viel Glück, Gesundheit, vor allem im privaten Bereich, aber natürlich auch für die nächsten Wochen. Selbstverständlich wünscht dir auch das Team von FPÖ-TV alles, alles Gute. Was wünschst du dir persönlich zu deinem 45er? Ein paar freie Tage wäre nicht schlecht, ja. Ganz nett. Aber ich werde es dann irgendwann im Sommer genießen. Der Wahlkampf macht irrsinnig viel Spaß. Heute ist eine kleine Auszeit, eine Feier, wo man über ganz andere Dinge auch spricht. Also es ist wirklich wunderbar.